Ich habe hier zwei Swan-Kaffeemaschinen, die ich erfolglos versucht habe zum Laufen zu bringen. Die gelbe hatte ich gebraucht gekauft über Amazon Warehouse Deals. Vorher hatte ich bereits eine blaue über Amazon Warehouse Deals gekauft. Die hat auch nicht funktioniert und die Beschwerde ist immer die gleiche: Sie ziehen kein Wasser. Und ja, weil ich dachte, dass ich irgendwas falsch mache, obwohl ich mir sogar YouTube-Videos reingezogen habe, diese Unboxing-Videos, wo die Leute die Kaffeemaschinen auspacken und direkt in Betrieb nehmen. Also ich krieg's nicht hin, sorry. Deswegen von mir, das sind hier null Punkte für diese Kaffeemaschine. Schade, weil die sieht so süß aus, besteht zwar aus Vollplastik, aber ist trotzdem irgendwie sehr süß, aber funktioniert halt eben nicht. Das ist jetzt wie gesagt die neue und man hat auch an der Verpackung gesehen, da war noch niemals jemand vorher dran. Und bevor man die in Betrieb nimmt, muss man also diesen kleinen Nippel hier rausziehen, der ist hinten am Wassertank dran, um das ja, irgendwie zu versiegeln. Und jetzt habe ich schon mal Wasser in den Tank reingemacht und setze den jetzt. Okay, setze den ein, schalte auf an und ihr seht, dass hier die beiden Leuchten sind nur für Espresso. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dem das Milchreservoir mal reinmachen würde, dann leuchtet alles. Aber jetzt in dem Falle brauche ich ja gar keine Milch. Mir würde ja erstmal reichen, wenn die Kaffeemaschine einen Kaffee machen würde. Ja. Und dann habe ich das hier schon mal vorbereitet. Filter, Kaffee ist drin. Das ist der kleine Filter. Der große ist noch hier. Den muss man jetzt hier so reindrehen. Das ist auch nicht ganz einfach. So. Jetzt sitzt es. Tasse drunter. Und einmal raufgedrückt. Und wie ihr seht, passiert nichts. Drücke ich zweimal drauf, um einen großen zu kriegen. Vielleicht funktioniert das ja. Ist zwar unlogisch, aber ich mache es einfach mal. Nichts. Dann gibt es noch die Option, dass man länger drauf drückt. Also auch hier nichts. Und wenn ich das wieder raushole, dann seht ihr, der Kaffee ist immer noch so, wie er war. Und nur um das nochmal zu zeigen, ich ziehe das hier oben raus. Wasser war also drin. Das Ding war ab. Keine Ahnung, aber wie es aussieht, kann Swan seine Kaffeemaschine behalten.